Erstmal herzlichen Glückwunsch an unsere Genossinnen und Genossen in Hessen. Sie sind zum vierten Mal hintereinander in den Hessischen Landtag eingezogen, souverän, wahrscheinlich mit einem Zuwachs von deutlich mehr als 1 oder 1,5%. Alles, was ich gesehen habe, was wir gesehen haben, Sie haben dort einen hervorragenden Wahlkampf gemacht, Akzente gesetzt für bezahlbaren Wohnraum, für besseren und billigeren öffentlichen Personennahverkehr, gegen prekäre Arbeit und auch für sozialökologischen Umbau. Großartig, was die Hessen geleistet haben. Keine Frage, die großen Wahlverlierer des Abends sind die Parteien der Großen Koalition, die wie in Bayern jetzt in Hessen zweistellig verloren haben, an die 20% minus gemacht haben. Die Leute sind enttäuscht von der Politik, die ein Weiter-so bedeutet, mit Spiegelstrichen, nur mit kleinen Änderungen. Sie erwarten von der Politik eine grundsätzliche Änderung ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Dafür steht die Linke, dafür werden wir auch weiter kämpfen. Das hessische Wahlergebnis wird ganz sicher Wellen auf die Bundespolitik ausstrahlen. Wir werden nächste Woche Diskussionen in alle Richtungen erleben. Und es wäre natürlich das Sauberste, die SPD würde endlich erkennen, dass sie in dieser großen Koalition keine Erfolge mehr erzielen kann, dass sie dort gefangen ist und dass es dringend Zeit für einen grundlegenden Politikwechsel ist. Für diesen Politikwechsel werden wir weiterhin eintreten, in Hessen und auch in Berlin. Die Linke in Hessen zieht sicher und gestärkt in den Landtag und dem vorangegangen ist eine großartige Arbeit einer linken Landtagsfraktion, die immer wieder die Lobby für diejenigen war, die sich keine Lobbyisten leisten können. Und dem vorangegangen ist ein leidenschaftlicher Wahlkampf der gesamten Partei, aber auch im ganz Besonderen der Spitzenkandidatinnen Janine Wissler und Jan Schalauske. Und denen gehört an diesem Abend unser Riesendank und ein großer Applaus. Noch ist offen, ob es rechnerisch für fortschrittliche Mehrheiten reicht. Sollten fortschrittliche Mehrheiten möglich sein, dann wäre das eine große Chance für einen sozial-ökologischen Politikwechsel. Die Linke wird sich auf jeden Fall so oder so stark machen für mehr bezahlbares Wohnen, für mehr Lehrkräfte, auch für ein Bildungssystem, wo nicht der Kontostand der Eltern ausschlaggebend ist für den Bildungsweg von Kindern. Und die Linke wird sich stark machen für den Ausbau von Bus und Bahn, weil das sind die ökologischen Verkehrsträger, auf die wir setzen. Solch ein Politikwechsel wäre auch ein starkes Signal gegen den Rechtsruck und das in dem Bundesland, in dem die AfD gegründet wurde. Die Grünen werden sich, sollte es rechnerisch noch möglich werden, es ist ja noch einiges offen, es ist ganz knapp in den Ergebnissen, dann müssen die Grünen sich entscheiden, wollen sie weiter Juniorpartner einer CDU-geführten Regierung sein und dann auch für mehr Fluglärm verantwortlich sein oder wollen sie zusammen mit uns und mit den Sozialdemokraten sich für einen sozial-ökologischen Politikwechsel stark machen. Auf jeden Fall kann man sagen, die Linke zieht gestärkt in den Hessischen Landtag und insofern ist das ein guter Tag für ein solidarisches Hessen und auch für die Linke und womöglich auch ein guter Tag für einen Politikwechsel. Vielen Dank.